warum hast du das Logo geändert, die Schriftart? Das ist so das erste Logo, das Wirbelsäulen-Logo. Das hat ein Künstler für mich entworfen und das sieht ganz cool aus, aber es konnten viele Leute nicht lesen. Dann war das ein Problem für mich, dann habe ich das geändert in die Impact-Schrift. Das ist einfach eine normale Computerschrift, die ist sehr gut lesbar, aber es ist halt nicht sehr exklusiv. Ich habe dann eine Zeit lang auch rumprobiert, die Logos übereinander zu legen, also zum Beispiel das alte Wirbelsäulen-Logo mit dem Impact-Logo. Seit einem Jahr habe ich jetzt ein Logo, was mir sehr gut gefällt. Das ist hier auch auf dem Pulli drauf und das werde ich wohl weiterhin auch so benutzen. Wie viele Hektoliter Kunstblut hast du bisher verwendet? Deutlich weniger als du denkst. Es ist nur ein bisschen was im Gesicht und die Farbe ist sehr ergiebig. Bei einigen Videos haben wir natürlich sehr rumgesaut. Und einmal dieses Blowjob Barbie Video ist in einem Schwimmbad, also im ehemaligen Schwimmbad gedreht worden und da war das ganze Becken voll gesifft mit Kunstblut. Die Warshree hatte bisher viele Line-Up-Wechsel. Gibt es dafür bestimmte Gründe oder ist es einfach passiert? ja, also eigentlich gibt es kein Line-Up, sondern das bin immer nur ich. Also ich habe die erste CD alleine gemacht und mache die nächste CD auch alleine. Und ich habe immer Live-Musiker, mit denen ich die Konzerte spiele und die ich auch immer wieder einlade ins Studio, mal irgendwas zu machen, wie sie Zeit und Lust und Laune haben. Letztendlich hatte ich nie das Glück, eine richtige Band zu finden. Ich habe das ein paar Mal probiert und ich hätte das auch gerne gehabt. Aber inzwischen bin ich zufrieden, so wie es ist. Also es hat bestimmte Nachteile und andere Vorteile. Ich muss mich mit niemandem absprechen, ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Wenn ich ein Konzert bekomme, habe ich ein Team von Leuten und ich biete das dem Team an und wer Zeit hat, spielt mit und wer keine Zeit hat, ist bei einem anderen Konzert dabei. Gibt es ehemalige Mitglieder, die du gerne länger dabei gehabt hättest? Also ja, die gibt es. Manche Leute hätte ich gerne länger dabei gehabt. Bei anderen denke ich, ist es gut, dass sie nicht mehr dabei sind und den Stress nicht mehr haben. Hast du Kontakt zu ehemaligen Bandmitgliedern? Ja, die Leute, mit denen ich mich gut verstanden habe, die spielen eigentlich meistens auch immer noch mit. Also die sind eigentlich in diesem Team drin. Ich denke da zum Beispiel an Thomas, der war mein bester Schulfreund am Gymnasium schon und er hat das Germany's Next Death Metal Album eingespielt und das Continue the Kill Album und das Rockers and War Album und der ist immer wieder irgendwo vertreten oder spielt live, hat jetzt spielt bei der Compton Tour live mit und hat bei der letzten Tour auch live mitgespielt. Ja, oder auch der Marco, der hat auch schon 2003 die Tour mitgespielt und 2004 auf dem Album Rage of the Blood Beast. Und der spielt auch das kommende Brookfest zum Beispiel zu großen Teilen am Bass. Also es sind eigentlich immer die gleichen Leute, immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen. Warum spielt er in Berlin immer im New Club? Ja, das sind halt die Leute, die man da kennt. Und ich habe mein erstes Konzert in Berlin im K17, glaube ich, noch gespielt, als es noch K17 hieß. Und deswegen sind wir natürlich da geblieben und wir fühlen uns da eigentlich auch wohl. Und solange das noch geht oder solange es den Club gibt, dann wollen wir auch weiterhin da spielen. Warum spielst du nie auf dem Summer Breeze? Gute Frage, wir sind uns bisher, also wir haben ja mal gespielt 2008 und seitdem hat man eben nicht wieder zusammengefunden, vielleicht spielen wir das nächste Jahr, man wird sehen.